Na. Wieso haben wir bei unserer Fraktionierung keine Radiumanreicherung? Hahn und Straßmann begreifen schließlich, dass das bis dahin für unmöglich gehaltene doch möglich ist. Der Kern des schwersten in der Natur vorkommenden Elements, des Urans, kann gespalten werden. Hahn schreibt diese Erkenntnis an seine von den Nazis zur Emigration gezwungene langjährige Mitarbeiterin, die jüdische Physikerin Lise Meitner, nach Schweden. Weißt du, was da rauskommt? Etwa 200 Millielektronenvolt pro Atom. Das klingt nicht nach viel. Aber wenn man das mit Millionen Atomen multipliziert, da kommt was zusammen. Über ihren Neffen Robert Frisch, ebenfalls ein Kernphysiker, gelangt die Nachricht zu Niels Bohr nach Kopenhagen. Uran. Bohr berichtet von der Entdeckung wenige Tage später in Amerika. In der Kernphysik berichten. Otto Hahn in Berlin gibt an, dass ein Urankern in zwei bricht, wenn er mit Neutronen beschossen wird. Ich glaube, dass Otto Hahn recht hat. Bohr ist verrückt geworden. Er glaubt, ein Neutron könne Uran spalten. Zeuge seiner sensationellen Mitteilung wird Leo Szilard, ein nach Amerika emigrierter ungarischer Physiker. Er erkennt als erster, was in dieser Entdeckung steckt. Bohr ist nicht verrückt. Geh zum großen Fermi, ihr seid doch Nachbarn. Erzähl ihm, was passiert, wenn ein Uranatom nach dem anderen platzt. Dass das eine riesen Energie ist. Und dass das bei einer Bombe enden wird. Das weiß man auch in Deutschland. Das Land, das als erstes nuklearen Sprengstoff nutzt, hat einen uneinholbaren Vorsprung vor allen anderen. Ich bin völlig einig mit Ihnen. Da steckt ein Sprengstoff drin, den die Welt noch nicht gesehen hat. Es häufen sich Indizien, dass man in Deutschland bereits mit dem Bau einer solchen Bombe begonnen hat. Unter dem Eindruck dieser tödlichen Bedrohung wendet sich Szilard an den berühmten deutschen Physiker Albert Einstein, der bereits 1933 nach Amerika emigriert war. Aber wenn diese Bombe gar nicht zu bauen ist, dann lachen die Kollegen in der ganzen Welt über uns. Das ist euch doch klar. Sie ist zu bauen. Die Angst, dass ihr recht habt, ist sehr viel größer als meine Angst, mich lächerlich zu machen. Einstein kann den amerikanischen Präsidenten Roosevelt davon überzeugen, den Bau einer amerikanischen Atombombe in Angriff zu nehmen. Als kurz darauf die Nazis den Zweiten Weltkrieg entfesseln, wird Kurt Diebner, Kernphysiker und Regierungsrat im Heereswaffenamt, die militärische Leitung des deutschen Atomprojekts übertragen. Er beschlagnahmt nicht nur sofort das gesamte Uran, er versichert sich auch der Forscher durch Einberufungsbefehle. Eine von ihm einberufene Konferenz soll die Koordinierung der wissenschaftlichen Arbeiten in Deutschland herbeiführen. Zur einfachen Energieerzeugung kann man das normale Uran verwenden, ohne Anreicherung von 235. Wenn man Uran mit einer anderen Substanz verbindet, die die Neutronen verlangsamt, ohne sie zu absorbieren. Wir haben überlegt, dass man diese Maschine am günstigsten so anordnet. Eine Schicht Uranoxid, etwa 4 cm dick. Darüber und darunter schweres Wasser, 5 cm. Und nochmal da und da. Ich habe den Auftrag, eine Uranbombe zu bauen. Und wenn das möglich ist, dann will ich das auch schaffen. Und zwar so schnell es geht. Auf alle Fälle, bevor der Feind sie baut. Ob ich das mit Heisenberg schaffe, weiß ich nicht. Aber ohne ihn anzufangen, das wäre töricht. Insgesamt kommen die Deutschen voran. Zumal die Besetzung der Tschechoslowakei durch die deutsche Wehrmacht ihnen die großen Uranvorkommen von Joachimsthal beschert. Es scheint, als sei alles nur noch eine Frage der Zeit. Jedoch, als die Theorie klar ist, entstehen unter den Wissenschaftlern Meinungsverschiedenheiten darüber, welche Anordnung der Materialien im Reaktor schneller zu einer Kettenreaktion führt. Heisenberg, der exakte Rechner, setzt auf die Anordnung in Schichten. Diebner, der Praktiker, setzt auf hängende Würfel. Ist Ihnen klar, Heisenberg, Sie, Weizsäcker, Hartek und viele andere, wir alle, wir sind wirklich dabei, die Welt zu verändern. Mehr, als sich das die meisten vorstellen können. Und Kurtchen Diebner schafft als erster Mensch der Welt die kontrollierte Kettenreaktion. Währenddessen drängt das Heereswaffenamt auf Erfolge. Hitler hat einen militärischen Sieg nach dem anderen. Auch noch, wie es scheint, als er im Sommer 1941 die Sowjetunion überfällt. Ich fürchte, dass die gesamte Wissenschaft, alles, was wir in vielen tausend Jahren erreicht haben,
von heute an anders beurteilt werden muss. Dann hätte Wissenschaft ihre Unschuld verloren. Und ausgerechnet durch mich. Wenn meine Entdeckung dazu führt, dass Hitler eine Atombombe bekommt, dann nehme ich mir das Leben. Die Nachricht vom Abwurf der amerikanischen Atombombe erreicht den Deutschen Uranverein am 6. August 1945 in der Internierung in Farm Hall, England. Britischen, amerikanischen und kanadischen Wissenschaftlern ist es gelungen,